Heute geht es von Langwies bei Arosa zu Matjeshorn. 1100 Höhenmeter in wenig steilem Gelände. Die Lawinensituation ist Stufe 3, also erheblich, weshalb wir uns diese Route ausgewählt haben. Nach einer halben Stunde Aufstieg schiebt sich die Sonne über die Bergkette auf der gegenüberliegenden Talseite. Nach 400 Höhenmeter erreichen wir das Gasthaus Pieringen. Leider hat es ab dieser Saison geschlossen. Schade, wir müssen auf das Mittagessen während der Abfahrt verzichten. Zumindest haben wir herrliches Bergwetter und sind dem Nebel im Tal entflohen. Schritt für Schritt geht es auf dem flachen Mittelteil der Tour dem Gipfel entgegen, den wir im Hintergrund schon sehen können. Auf den letzten 300 Höhenmeter wird es nochmals etwas steiler. Dass man sowohl im Aufstieg als auch bei der Abfahrt eine konservative Route wählen sollte, ist offensichtlich. Noch zwei langgezogene Kehren und wir stehen auf dem 2461 Meter hohen Gipfel. Auf dem windstillen Gipfel bewundern wir die Spuren des Windes der Vortage und genießen das Panorama bei absolut perfekter Fernsicht. Nach der Gipfelrast lassen wir die Schwerkraft auf uns wirken und ziehen unsere vergänglichen Spuren in den makellosen Pulverschnee.